an. Also vorher kann ich definitiv sagen, dass das vorher rund war. Das ist immer noch ein Fehler. So, aber hier, gut, das ist jetzt mal... Ich hoffe, ihr könnt erkennen, was ich meine. Der läuft nicht rund. Und zwar habe ich Folgendes gemacht. Ich nehme euch nochmal hier mit. Diese Schraube war locker. Da habe ich mir immer gedacht, okay, ich ziehe jetzt mal hier auch nochmal an, weil da für mich die auch ein bisschen locker waren. Aber könnte das Problem sein, dass sich da was verzogen hat, dass das jetzt hier nicht mehr rund läuft? Jemand, der sich auskennt, wie gesagt, abgesehen jetzt hier von dem hier, brauchen wir gar nicht reden. Mir geht es aber jetzt wirklich erstmal hier drum, dass das hier lauter Kanten hat und nicht mal rund läuft. Ja, vielleicht kennt einer das Problem, wäre super. Mittwoch, wie kann es anders da sein? Willkommen beim Willis 3D-Kanal Fragen über Fragen. Wobei ich das eigentlich anders da nennen müsste, sondern Probleme über Probleme. Ihr habt ja das Intro schon gesehen, also wer meine Videos verfolgt, ich habe ja jetzt auch den Extruder kalibriert und irgendwie will es nicht werden. Ja, ich habe jetzt wieder Probleme, deswegen will ich hier auch nochmal kurz sagen, für die hier mich immer wieder verfolgen und ich jedes Mal ein Do-It-Yourself-Video anbiete. Leider wegen dem Problem muss ich das alles mal ein bisschen nach hinten legen und werde gucken, natürlich, dass meine Drucker auch wieder gehen, weil die sind wichtig. Und ja, kommen wir zu meinem Problemfrage. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, wäre mir wirklich wichtig, denn... Wie auch in meinem letzten Video habe ich für einen Freund was gedruckt und ja, das soll auch sogar passgenau sein und ich guck mal, aber das habt ihr auch im Intro gesehen, ich habe folgendes Problem. Das Problem, jetzt ist es gut, ist beim Cubic S, ja, es könnte, am Anfang habe ich auch gesagt, ein Extruder-Problem sein. Der, wo sich auskennt, wird sofort sagen, hey Willi, die X-Achse könnte ein Problem sein. Alles andere schließe ich jetzt mal wirklich aus. Aber die Drucke sind wirklich nicht mehr schön. Ja? Ihr habt ja das schon in den Intros gesehen. Ich habe es jetzt schon weggelegt. Muss ich euch nicht nochmal zeigen. Ja, bin total unzufrieden. Bin jetzt hier gerade am Ausprobieren. Wahrscheinlich werde ich dann doch nochmal das Merlin 1.19 drauf spielen, ob mir das was hilft. Ansonsten werde ich wahrscheinlich die Z-Achse kalibrieren müssen. Aber wie gesagt, vielleicht wisst ihr hier nochmal das schönere Beispiel. Und egal wie ich es ausdrucke, 01, ja, das sieht ja übelst aus. Ja, aber die werden nicht besser gegangen. Im Gegenteil, wie man hier mal sieht, bei dem, ja, habt ihr auch schon bei dem Video gesehen. Habe ich einen Versatz, hier sogar einen großen. Gut, ja, wer weiß, warum das passiert, wieso, weshalb und warum ich jetzt keine gute Druckqualität gerade hinkriege. Haben die Nozzle auch gewechselt. Ich habe sogar jetzt dann nochmal den ganzen Extruder gewechselt. Jetzt geht mir langsam die Luft aus, aber das ist das 3D-Drucken. Ja, wir wissen alle, es kann laufen. Dann macht es überhaupt keine Probleme und dann ein Problem nach dem anderen. Und das Schlimme ist, selbst wenn man mit gewisser Erfahrung rangeht, es wird nicht besser, man verzweifelt. Am nächsten Tag schaltet man den Computer ein, sind die Probleme alle weg. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber bei mir leider nicht, die sind geblieben. Und deswegen die Frage an euch, könnt ihr mir da weiterhelfen? Was kann das für ein Problem sein? Also... Egal welchen Ausdruck ich mache, ich bin da total unzufrieden. Die sehen alle so aus. Filament kann es auch nicht sein, wie ihr beim Bär seht oder hier bei dem. Das sind zwei verschiedene Filamentsorten. Da habe ich genau dasselbe Problem. Das sieht zwar besser aus und feiner, muss ich dazu sagen. Das habe ich nach dem Bären ausgedruckt. Und ja, siehe da, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Aber ja, keine Ahnung. Kann es vielleicht sogar, also das Teil hier habe ich entworfen, in Fusion 360, ganz normal exportiert als
STL ASCII-Code sogar. Und dann habe ich mir gedacht, gut, das ist ja alles kein Problem. Aber ich habe ja auch noch den AnyQ Big Predator. Lass ich es daraus, weil der war eigentlich jetzt wirklich immer, ja, auch in der Passgenauigkeit sehr gut. Und jetzt passt auf, ihr habt ihr ja auch schon im Intro gesehen, jetzt kommt das hier raus. Ja, das Dumme ist, jetzt nicht nur bei diesen, dann habe ich gedacht, gut, vielleicht ist es ja doch nur das Werkstück. Ich zeige euch mal jetzt hier was. Und jetzt auch gerade da hinten, was ihr sehen sollt, bin ich auch nicht zufrieden. Alter, was ist da los? Ja, das ist jetzt beim... man sieht es leider nicht. Doch da. Was macht er da? Ja, jetzt fängt er genauso an. Und ich habe das Problem, das habt ihr auch im Intro gesehen, der läuft nicht immer rund. Also ich habe auch das Gefühl, auch jetzt bei dem Drachen, da habe ich extra was Rundes gemacht. Ich habe keine Ahnung, was das sein kann. Ist das der Extruder? Der hat ein bisschen Probleme gemacht. Ihr habt ja gesehen, ich hatte beim Predator eine Schraube locker. Wie immer. Nicht nur bei mir, auch beim Predator. Und da habe ich mir gedacht, gucke ich doch mal alle Schrauben nach und habe die an den Seitenholmen auch leicht angezogen. Könnte das zum Beispiel das Problem sein? Habe ich da einen Fehler gemacht? Wie gesagt, wer sich da drin auskennt, ich wäre froh und dankbar, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet. Diesmal keine Frage, im Endeffekt doch eine Frage. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Bitte unten in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne eine private Message schreiben. Oben im Infokanal ist ja meine E-Mail hinterlegt. Ich wäre um jede Hilfe dankbar, denn ich möchte jetzt auch wieder drucken. Wie gesagt, ich werde jetzt auch nochmal kalibrieren und gucken, notfalls auch die Z-Achse nochmal kalibrieren. Ja, okay, das war's. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wer das Format noch nicht kennt, sage ich wie jedes Mal am Ende. Oben ist die Playliste eingeblendet. Dort könnt ihr das erste Video anschauen, dann wisst ihr, um was es hier geht, bei Willis Fragen über Fragen. Ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Habt ein bisschen Geduld. Die Videos kommen alle, auch die Do-It-Yourself-Videos, da habe ich wirklich schöne Sachen. Aber auch da, ich sage ja, momentan ist es so, gibt es so Probleme, wenn man zum Beispiel was im YouTube nachbaut, was man richtig gut findet. Und ja, das Ding ist aber schon, da geht es um Mikroelektronik, 3-4 Jahre her, dann gehen die Codes halt auch nicht mehr so. Aber wichtig wäre natürlich jetzt auch, wenn meine 2 Dinger da laufen würden. Ich sage hiermit danke. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke, dass ihr geschaut habt. Ja, für jede Hilfe, wie gesagt, bin ich euch dankbar. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal, liked das Video und aktiviert die Glocke. Somit verpasst ihr kein Video mehr von mir. Das war's. Bis dahin. Ciao, euer Willi 3D-Druck. Danke.